Hallo ihr Lieben, ich habe gerade meinen Abonnenten-Contest-Video gedreht und habe auch dazu mich passend geschminkt und dachte mir jetzt, ich wollte euch das zeigen, wie ich das gemacht habe und wollte es eigentlich in das Video packen, da das jetzt aber leider den zeitlichen Rahmen in mir komplett gesprengt hat, habe ich beschlossen, jetzt nochmal ein extra Video dazu zu machen, also ein Video zu meinem Augen-Make-up und meinem Look sozusagen. Und ich fange jetzt einfach an. Also, ich fange jetzt an bei meinen Haaren. Also, ich habe hier, also ich sage ja, das, also mein, ich habe ich vergessen zu sagen, mein Style sozusagen ist etwas von Legolas abgeschaut und diesen Elfen aus dem Herr der Ringe-Film. Die haben auch immer diese Stellen dann hier und habe dann eben meine Haare mit einer Spange, wie ihr sehen könnt, zurückgesteckt und habe sozusagen einfach dann hinten die Haare drüber geschmissen und das dann jetzt unter das Ohr gestriffen. So. Das ist eigentlich eine ganz simple Frisur und da ich eben total glatte Haare habe, ist das eigentlich ganz einfach gewesen. Dann habe ich mich geschminkt und zwar habe ich auf den Augen als erstes Erstmal mal eine Lidschatten Base und zwar die von Art Deco und dann habe ich drüber von NYX in der Farbe Milk diesen Jumbo Pencil auf dem gesamten Augenlid aufgetragen und habe dann darüber aus der Essence Eclipse LE diesen Diamantpowder auf das ganze Augenlid aufgetupft. Das heißt, es ist hier eine total glitzerige Angelegenheit. Sieht aber total, finde ich, eben elfenhaft aus. Dann habe ich in der Lidfalte die Farbe von Manhattan und zwar die Farbe Earth verwendet. Das ist diese hier. 109 N Earth. Und die sieht so aus. Das ist so ein Braun mit Grünstich drin. Und der Name passt ja so schon total super zum Thema eben Erde und überhaupt so zu diesem waldigen Thema Elfe. Irgendwie verzieht sich ständig mein Schal. Genau, also das habe ich eben in meiner Lidfalte aufgetragen und habe dann aus meiner 120er Palette, also das ist hier schon etwas demoliertes Teil, hier oben aus diesem oberen Farbset habe ich, das sind ja zwei Etagen hier. Da habe ich diesen Farbton hier aufgetragen. Also diesen hier, neben diesen, also diesen dritten von oben, zweiter von rechts. Und zwar ist das so ein, ich zeig's euch mal ganz kurz, der hier. Ist das ein, ich muss sie weglegen, weil sonst schmeiße ich sie runter. Und ich habe schon runtergeschmissen, einmal reicht. So, und zwar ist das so ein Rosaton mit Graustich drin. Also ich glaube, ihr könnt das Rosa jetzt fast nicht erkennen. Versuch's auch mal zu swatchen, aber ich glaube, das wird schwierig werden. Also echt, das ist einfach so ein ganz zarter rosa Ton. Ihr seht es nicht wirklich. Also das, wer sie hat, der kann immer nachschauen. Aber das ist eben, finde ich, eine ganz hübsche Farbe und zum Verblenden war die super geeignet. Das heißt, es ist so ein leichtes Rosa in meiner Lidfalte. Dann habe ich zum Highlighten von Essence aus diesem Quattro diesen neuen, und zwar 05 To Die For, seltsamer Name, aber egal, habe ich diesen ganz hellen Ton hier oben verwendet, weil der eben super zum Highlighten geht und der hat auch so einen Schimmer drin. Den habe ich jetzt eben hier oben aufgetragen und nochmal im Augenwinkel. So, das war sozusagen mein Augenlid. Jetzt muss ich gerade schauen, ob ich was vergessen habe. Ah ja, genau. Ich habe unten an meinem Augen unteren Augenkranz, wie ihr vielleicht sehen könnt, einen grünen Farbton aufgetragen. Und zwar diesen hier ganz oben aus dem P2 Color Boulevard 010. Und eben ga diesen ganz hellen Ton hier oben. Ist eine ganz schöne Farbe. Ich habe als erstes eben einen weißen Eyelinerstrich gezogen, hier unten am Augenwinkel. Aber hier im unteren Augenkranz, das rede ich eigentlich. Und habe dann darüber diese helle Farbe aufgetupft und bin dann nochmal ein kleines Stückchen drunter, ich mache sie gerade auf, mit meiner Original Palette von Sleek, habe ich nochmal diesen schönen grasgrünen Ton, da der eben super als Eyeliner sich eignet, mit dem Pinsel nochmal hier eine Etage weiter tiefer aufgetragen. Also ich gehe mal näher ran und hoffe, ihr könnt es erkennen. Also ich hoffe, ihr habt das sehen können. Jetzt bin ich schon wieder komplett schief hier.
Das ist sozusagen so ein erdtonfarbenes Augen-Make-up mit diesem Grün, so ein bisschen in die Naturrichtung. Und dann habe ich eben, wie ihr vielleicht schon jetzt gerade auch gesehen habt, diese Steinchen hier aufgeklebt. Und zwar sind das Nagelsteinchen. Und zwar sind das die aus meinem Rondell hier. Glaube ich, habe ich für 1 € bei eBay gekauft, plus Versand, also ist echt nicht teuer. Und da habe ich von, ich glaube, der war von Yves Rocher, ja genau. Habe ich einen, so einen Kleber für Steinchen fürs Gesicht, also für die Haut. Das ist eben so wie so ein Nagellackding. Und da sind Kleber drin, den man dann eben für solche Steinchen verwenden kann. Jetzt ist es schon wieder verrutscht. Also, einfach drüber wegschauen, das passiert mir jetzt noch öfter. Genau, das heißt, ich habe mir hier 2 grüne Steinchen hingeklebt und dann hier ein weißes und hier 2 so silberne. Genau, dann habe ich noch solche hängende silberne Ohrringe und dazu so eine Kette mit so einem großen Stein, weil ich finde, das hat auch so was Mythisches irgendwie. Ich finde die Kette total schön, aber ich trage sie so selten, weil sie so groß ist. Aber naja. Und dann habe ich noch natürlich diesen Diamantpowder dann auf meinen Wangen. Und habe dann hier auf meine Wange noch einen ganz zart rosa Ton und dann eben dieses Diamantpowder drüber. Ich glaube, jetzt habe ich euch alles gezeigt. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ah ja, doch, ich habe es vergessen. Meine Lippen. Ich habe auf den Lippen von Onyx, oder wie nennt sie es? Black Onyx. Ja, Lipshine. Das ist so eine silbergrünliche Farbe. Ist jetzt für den Alltag nicht geeignet, aber ich zeige es euch nochmal kurz. Das ist so ein. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Ja, hier ist jetzt das ganz gut, glaube ich. Das ist so eine recht lustige Farbe und seht ihr das? Das ist so ein kalter Farbton. Das heißt, für den Alltag komplett nicht geeignet. Aber ich finde, für so ein elfenhaftes Make-up, finde ich, passt das ganz gut. Das hat sowas eben, sowas Kaltes ein bisschen, so grün, so grasig und naja, hat mir irgendwie gefallen. Ja, das war's dann eigentlich schon. Also das war dann eben sozusagen meine Auffassung von diesem Elfen-Make-up. Ich habe mir eben die Elfe ausgesucht und dieses Fabelwesen. Und ich hoffe, es hat euch jetzt auch gefallen. Und ich denke mir mal, vielleicht könnt ihr es auch brauchen jetzt für Halloween, weil ich finde, eine Elfe kann man an Halloween auch ganz gut mal machen. Da könnt ihr dann noch irgendwie so Blutspuren runtermalen. Dann seid ihr halt eine Halloween-Elfe. Aber ich finde, das ist echt ein ganz tolles. Ein ganz tolles Augen-Make-up und eben auch sehr einfach. Und wer eben diese Farben schon nicht hat, man kann jetzt auch einfach einen weißen Lidschatten auftragen mit einem Schimmer drin. Also ihr müsst es da nicht eben dieses Powder hernehmen. Ihr könnt jede beliebige andere weiße, silberne Lidschattenfarbe. Ich habe auch einen Lidschatten, ja. Jede beliebige Lidschattenfarbe auftragen. Und ihr könnt auch zum Beispiel jetzt aus dieser Denim Wanted LE, diesen Lipgloss, der ist auch so silberweiß, der wird jetzt auch ganz gut aussehen auf den Lippen. Also da könnt ihr gut variieren, findet ihr bestimmt irgendwas und wem es gefällt, ich würde mich freuen, wenn ihr Kommentare drunter schreibt. Und natürlich noch ein Aufruf für meine Abonnenten und alle, die es auch noch werden wollen, macht bei meinem Contest mit. Ich würde mich total freuen, also es wäre total schön und ich bin schon wieder total schief hier. Entschuldigung. Ja, das heißt, das war es jetzt schon wieder. Ich werde meinen Abonnenten-Contest natürlich unten verlinken oder vielleicht auch noch irgendwie dann zum Schluss noch. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!